Heute bei Das Leben einer Mutter. Die 66-jährige Barbara Streisand wird heute in dieser Minifolge etwas unglaublich Krasses tun. Sie hat einen neuen Pullover an. Aber das war's natürlich noch nicht. Sie wird heute Skateboard fahren. Also genießt Mutter fährt Skateboard. Hallo Mutter. Hallo. Was machen Sie denn heute so? Ich fahre diesen Berg da runter. Ah, wir haben gesehen, Sie haben ein neues T-Shirt an. Das ist kein T-Shirt, ein Pullover, sieht dumm aus, ey. Ja. Und ja, habe ich mir von Zara gekauft. Was ist das für eine Firma? Kennen Sie nicht? Ne. Das ist übergewichtige Ware. Eigentlich nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. Das ist einfach eine Firma. Ich weiß nicht, was die da genau produzieren. Ist mir auch eigentlich egal, ich gehe interessiert, wenn ich schon würde. Sie wollen mit dem Skateboard jetzt diesen steilen Berg runterfahren? Ja. Bei Regen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, also gottp-comedy-tv, dann wisst ihr schon, habt ihr schon gestern was gesehen hier. Warum gestern? Nicht, wenn die Folge ankommt, online kommt, wenn wir hier gerade reden gestern. Mutter, sind irgendwie ein bisschen heißer? Sind Sie krank oder was? Ja, ich bin ein bisschen krank. Ich bin Corona? Heute öfters gefahren und dann kam Regen und ich habe mich erkältet. Corona oder was? Nee, Erkältung. Ich fahre jetzt, okay? Ja. Ich darf nicht so laut sein, meine Nachbarn schlafen schon alle. Ja, dann fahren Sie jetzt mal. Ich habe meistens Leute mit Kindern und die müssen zur Schule. Eigentlich ganz schön traurig. Okay, ich fahre. Okay, ich werde schneller. Oh, die Reifen leuchten. Cool. Ich weiß. Oh, sie werden aber langsam schneller, ne? Ja, langsam? Oder passen ja. Sie auf? Oh ja. Okay, ich drifte. Driften Sie lieber auf den Bürgersteig. Oder? Passen Sie auf. Okay, ich hau die Kurve. Sie driften zu sehr. Sie fahren auf die Straße, War eine gute Runde. Sie müssen den Berg wieder hochlaufen. Ich darf nicht so schreien. Ich habe ja Theorien. Ich glaube ja nicht, dass Tauben echte Vögel sind. Ich glaube ja, dass das Roboter sind, die uns filmen. Oh, okay. Habt ihr schon mal eine Baby-Taube gesehen? Wenn ja, schickt mir Foto. Okay, Sie müssen den Berg jetzt wieder hochgehen, ne? Ich weiß, das finde ich nicht so geil. Das ist echt scheiße Ware. Also ich würde Ihnen raten, wenn... Kann ich mich auch beamen? Kann ich mich auch umbeamen? Nee, das geht leider nicht. Ja, Schiff kann das doch. Ich will das auch. Ja, das geht hier leider nicht. Ja, scheiße. Ich würde Ihnen raten, reinzugehen, wenn Sie schon heißer sind. Nee, ich fahre jetzt. Ich kann leider nicht so laut schreien. Ich würde gerne schreien, aber dann beschweren sich noch die Nachbarn. Ja, Sie sind ein Schreimensch, ne? Ich weiß, aber ich kann nicht so laut reden. Oder Sie haben es gleich geschafft? Ich habe es gleich geschafft, ich weiß. Mit dem 8 durch mein Schmeck. Guckt ein bisschen raus. Oh. Das müsst ihr mir nicht immer schreiben. Schreibt mir eigentlich niemand, aber bilde ich mir ein, wenn die Leute schreiben darüber. Nächste Runde. Nächste Runde. Und diesmal mache ich richtig schnell. Geben Sie Gas mit den Händen. Ja, ich bin schon, der Fuchsmensch. Ich bin eher der Händemensch. Ich drift hier rein, okay? Driften Sie mal auf den Bürgersteig. Sie werden immer schneller. Oh Gott, Mutter, Sie werden schnell. Sie driften ab, Sie driften ab. Passen Sie auf. Kleiner Tipp. Was? Ich würde von der Straße runtergehen. Nee, wenn hier Autos kommen, können die halt anhalten. Ich muss mich quämisch bewegen können. Okay. Das ist Mülltüte. Nee, das ist eine Katze. Eine Katze? Ich mag Katzen nicht. Warum? Die bringen nur Haare. Ich bin eher so der Nackten-Fan. Warum? Weil die Nackten hübsch sind. Ich mag Nackten. Kennt ihr Rufus? Kennt ihr Impossible? Nee, hat eben verpasst wohl. Ich hab das immer früh in meiner Kindheit geguckt. Ich hab immer Rufus gefühlt. Ich dachte, die sind 66. Ich weiß. Die Serie ist von 2002. Was für Kindheit. Ja, dann halt, als ich erwachsen war. Ich hab die Serie gefühlt. Ich hab einen Plusch-Rufus gekauft. Und den habe ich dann immer gespielt, dass ich die bin und das sind meine Neffen. Als sie erwachsen waren. Ja, ich weiß natürlich, dass der dem anderen da gehört. Aber ist mir scheißegal. Ja. Ja, und vielleicht muss ich mal den Namen schreiben. Ich hab lange nicht mehr geguckt. Letzte Runde? Ja. Ja. Runde. Warten Sie mal kurz. Wir müssen kurz den Akku wechseln. Beschwerden oder was? Natürlich, Akkus können auch mal 3 Jahre halten. Nee, können sie jetzt nicht. Wir müssen kurz wechseln. Nachdem wir den Kameraakku nun gewechselt haben, wird die Mutter noch 2 letzte Runden den Berg runterfahren. Akkus gewechselt, Mutter. Was sagen Sie dazu, ja, dass es so lange gedauert hat? Ja, in der Zeit bin ich ja schon 3 Jahre gealtert, Alter. Ja, wir haben übrigens gerade festgestellt, dass sie mit 52 Impossible nachgespielt haben, ist das richtig? Das ist richtig. Und ich feiere die Serie bis heute noch. Okay. Aber ich habe die noch nie wieder geguckt. Gucken Sie doch. Gucken konnte danach.
Ja, kann man doch. Nee, ich kann das nicht. Ich kann eine Serie nur einmal gucken. Weil ich dann schon weiß, was passiert. Ich weiß immer noch, was passiert. Ich weiß bloß nicht mehr, wie die alle heißen. Ich fahr jetzt, ne? Ja, fahren Sie mal die letzte Runde jetzt. Nee, eine danach noch. Nee, das sollte eine kleine Folge werden. Mutter, bitte nicht so viele Runden. Ich kann ja nichts dafür, dass Sie hier so scheiße Filme halten. Hätten wir auch mal aufmachen können, Alter. Ich drifte. Haben Sie eigentlich Kritiken an dieser Leuchte? Oh, fahren Sie sich an. Fahren Sie nicht so schnell. Oh, Sie driften hier richtig. Nein, falsche Richtung, Mutter. Warten Sie auf uns. Nein, Mutter, passen Sie. Nee, kommen Sie wieder her. Falsche Richtung. Halten Sie mal an. Sind gedriftet. Kommen Sie mal wieder her hier. Was ist gerade passiert? Ich bin gerade sehr abgedriftet. Übrigens, als ich da so im Kreis gefahren habe ich mit Absicht gemacht. Aber am Ende ist es ein bisschen eskaliert. Ich bin da rüber gefahren und dann wieder zurück und ausfallen und fast den Graben lang. Das ist ein richtig ekliger Pissering. Oder was halten Sie von der Idee, mal ein FAQ zu machen? Und das? Fragen stellen und Sie beantworten die für uns. Oh, gerne. Können wir gleich machen, wenn Sie morgen kommen. Können wir gleich machen. Ich hab Zeit. Ich muss noch meine eingelegten Eulen aus dem Kühlschrank holen, aber dann danach können wir sie gerne. Eulen? Ja, ich bin ein Eulenfleischfresser. Ich esse gerne Eulen. Hab die noch nie probiert, hab das verpasst. Mhm. Oh, gutes Fleisch. Ihr müsst so in den Wald gehen, so einen Bogen nehmen und dann so eine Eule totschießen. Und die dann braten. Dann schmeckt das mit Puderzucker gut. Bitte nicht tun. Eine Runde fahre ich noch. Okay, kommen Sie. Oh, sie driften aber. Ich drifte aus dem Weg. Pass auf, Bruder. Sie driften in die falsche Richtung. Ah, nicht wieder auf die Straße driften. Wow. Sie driften viel zu krass. Bruder, schon wieder in die Richtung. Passen Sie auf. Passen Sie auf, nicht schon wieder, Bruder. Oh. Ja. Halten Sie an. Kommen Sie? Kommen Sie, Mutter, kommen Sie. Ich kann bei Regen nicht so gut laufen. Haben Sie den Speck im Griff? Nee. Hatte ich schon vor langer Zeit nicht mehr gehört. Schreibt mir gerne Fragen in die Kommentare oder könnt ihr mir auch auf jp-comedy-tv Fragen. Schreibt per Direktnachricht. Ich lese gerne Nachrichten, aber bekommen wir. Meine ganzen Freunde habe ich schon auf WhatsApp geblockt, Alter. Oha. Ich hab dir immer so 500 Nachrichten Spam geschickt. Was ist denn an 500 Nachrichten schlimm? Meine Mutter schickt 1000. Oh. Die antwortet nicht. Die mich auch blockieren. Was das? Muss man nicht machen. Man kann auch mal nett sein. Muss ich mal gleich blockieren? Ja, das sagen Sie. Kann man mal zurückschreiben. Wie viele Leute haben Sie schon blockiert in Ihrem Leben? Ich weiß nicht. Es ist nicht so viel jetzt, ne? Also zurückgeschrieben habe ich noch nicht so oft, weil keine Zeit und es wird gar richtig doll Regen. Aber so blockiert schon so. Kommen Sie lieber rein, Mutter. 5 Millionen? Ah, 5 Millionen, Leute. Ja. Ja, wir haben ja auch gerade den Regenschirm, weil es regnet ja krass die ganze Kamera aus, Mutter. Wir gehen jetzt aber erstmal rein, ne? Ja, danke, dass Sie mir das nicht ins Gesicht halten und ich bin mein Face nass werden. Ja. Ja, Mutter, lassen Sie mal reingehen. Sie haben Ihr Handy vergessen, Mutter. Scheiße, ist das nass? Ihr Handy liegt da noch. Alles gut, Mutter, nicht kaputt? Nee, alles gut. Kommen Sie jetzt mal rein. Okay, das war's hier. Das war's jetzt hier auch wieder mit Das Leben einer Mutter. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Bis dann. Ich bin eher so der. Wenn Rufus nicht kennt, dann kennt er. Warte mal. Ich muss auf meine eingelegten Eulen. Oh, wir können hier noch in die ganze Kamera schon lassen. Die geht kaputt. Willst du uns noch kurz eine Frage beantworten? Was ist denn das da? Mein Müll. Akzeptiert das? Vor einer Woche oder was? Nee, gestern.